Ihr wollt SMS schreiben? Ihr könnt SMS ganz normal mit euren Fingern auf eurem iPhone tippen. Oder aber ihr könnt Siri benutzen. Wie ihr Siri dafür verwenden könnt, um eine Nachricht an einen anderen Kontakt zu senden, zeigen wir euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ich bin Alpa und heute sprechen wir über das Thema SMS versenden mit Siri. Siri selber kann mittlerweile richtig viele Dinge tun. Es kann zum Beispiel euer Haus automatisieren, es kann euch Fragen beantworten, es kann aber auch wirklich Aktionen ausführen, wie zum Beispiel eine SMS zu senden. Normalerweise geht ihr ja ganz normal in eure SMS, klickt hier auf neue Nachricht und schreibt dann einmal die Person an und gebt euren Text ein. Das Ganze geht mit Siri viel schneller und viel einfacher und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Es kommt nämlich einfach nur auf den passenden Befehl drauf an. Hey Siri, schreibe eine SMS an Technik-Videowelt. Was möchtest du sagen? Hallo Technik-Videowelt. Ja. Alles klar, die Nachricht wurde gesendet. Und wie ihr sehen könnt, ist sie dann auch schon in dieser Sekunde direkt auf meinem anderen Smartphone angekommen. Ich kann also dann ganz normal die Nachricht lesen und niemand erkennt, ob ich sie denn per Hand geschrieben habe oder per Siri gesendet habe. Das funktioniert so oft ihr wollt und auch so lange wie ihr wollt, ganz normal, wie das bei SMS so üblich ist. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.